Es gibt 178 Gesetze, die zwischen Männern und Frauen differenzieren. Wir dürfen keine Überstunden machen. Kreditkarten laufen auf den Namen der Männer. Die Polizei darf Frauen nicht keine Sozialversicherung arbeiten. Sie glauben, Sie können das Land verändern? Sehen Sie sich Ihre Generation an, die gehen auf die Straße. Proteste sind wichtig, aber kulturelle Veränderungen bringen nichts, wenn sich nicht auch das Gesetz ändert. Wie war Ihr Name nochmal? Ruth Bader Ginsburg. Ich will Anwältin werden. Ich will Mandanten vertreten und für Gerechtigkeit kämpfen. Und? Bekommst du auch gleich ein Eckbüro? Ich entspreche nicht Ihren Vorstellungen. Einer meinte, Frauen seien zu emotional für den Beruf. Und ein anderer, eine Frau mit Einser-Examen, muss ein echter Männerschreck sein. Ich habe hart gearbeitet, getan, was verlangt wurde und überzeugt. Bald wird Martin Ginsburg uns allen die Schecks ausstellen. Kluges Mädchen, Ruthie, Sie haben einen Star geheiratet. Wenn das Gesetz Unterschiede macht, aufgrund des Geschlechts, wie sollen dann Frauen und Männer je gleichgestellt sein? Ich lese keine Steuerrechtsfälle. Den solltest du lesen. Das Gesetz besagt, dass die Betreuungsperson eine Frau sein muss. Das ist Geschlechterdiskriminierung gegenüber einem Mann. Der arme Kerl. Wir müssen diesen Fall übernehmen. Das ist kein Fall, das ist eine Kriegserklärung. Das ganze System der Diskriminierung könnte zusammenbrechen. Denken die, die Gleichstellung der Geschlechter sei bürgerrecht? Das wäre das Ende der Familie. Schieben wir dieser Sache ein für alle Mal einen Riegel vor. Sie werden verlieren und damit werfen Sie die Frauenbewegung um 10 Jahre zurück. Wann ich aufgebe, bestimme ich. Ich weiß, dass dieser Fall unser Leben erschüttert hat. Für wen kämpfst du, wenn nicht für mich? You cannot be. Darauf hast du die ganze Zeit gewartet. Geh jetzt da rein und zeig den Richtern die Ruth Ginsburg, die ich kenne. Wir bitten Sie nicht, dieses Land zu verändern. Das ist auch ohne gerichtliche Entscheidung längst geschehen. Das Wort Frau kommt in der Verfassung der Vereinigten Staaten kein einziges Mal vor. So wenig wie das Wort Freiheit. Euer Ehren.